Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Am 10. Mai startet meine zweite kostenlose Online-Themenwoche unter dem Titel Gemeinsam erfolgreich zweisprachig. Melde dich jetzt gleich an und bitte sag's weiter, teil's mit deiner Community, damit ab 10. Mai ganz, ganz viele Familien einen Boost ihrer Mehrsprachigkeit erleben können. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Die heutige Folge ist wieder mal eine Solo-Folge, bei der ich über eine Herausforderung sprechen möchte, die ich bei vielen Familien beobachte. Nämlich der Herausforderung, bei der Sprache in der Kommunikation mit dem Kind zu bleiben, die man an das Kind weitergeben möchte. Das passiert in ganz vielen verschiedenen Familienkonstellationen. Vielleicht hast du diese Herausforderung auch, weil du selbst schon lange im Ausland lebst und die Zweitsprache, also die Umgebungssprache des Landes, in dem du lebst, für dich selber schon eigentlich zur Hauptsprache geworden ist. Vielleicht fällt es dir schwer, bei deiner Erstsprache zu bleiben, weil dein Kind dir in eben dieser Umgebungssprache antwortet. Vielleicht bist du auch einfach selbst zweisprachig aufgewachsen und bist völlig daran gewöhnt, dass du deine Sprachen immer wieder mal mischst. Du möchtest aber bei deinem Kind bei einer Sprache bleiben. Vielleicht bist du auch der oder die Einzige, die deine Sprache in eurer Umgebung spricht. Und vielleicht fühlt es sich für dich komisch an oder vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass es unhöflich ist, wenn du eine andere Sprache sprichst als die Umgebung. Wenn du diese Herausforderung hast, dann habe ich heute 4 Tipps, die ich dir mitgeben möchte, die dir dabei helfen können. Der erste und ich denke wichtigste Tipp überhaupt ist, dass du deinen eigenen Input in der jeweiligen Sprache erhöhen sollst. Auch wenn es deine Erstsprache ist, das was du als Muttersprache bezeichnest, auch wenn es die Sprache ist, in der du dich sehr sicher fühlst, wenn du Schwierigkeiten hast, bei dieser Sprache zu bleiben, dann heißt das, dass es eine andere Sprache gibt, die da schon sehr, sehr dominant für dich geworden ist. Das heißt wahrscheinlich auch, dass die Sprache, die du weitergeben möchtest, in bestimmten Bereichen sicherlich auch wieder ausbaufähig ist, dass du da auch wieder etwas auffrischen kannst. Und am besten funktioniert das, wenn du das mit Hilfe von auditivem Input machst. Also das Auffrischen an sich kannst du natürlich auch mit schriftlichem Input machen, mit Zeitschriften, mit Büchern. Aber es geht ja darum, dass du diese Sprache auch aktiv mehr verwenden möchtest mit deinem Kind. Und da hilft es meiner Erfahrung nach sehr, wenn du dir auditiven Input holst, also etwas, das du hörst in der Sprache. Das können Podcasts sein, das können auch Videos, Fernsehserien, Filme sein, die dir diesen auditiven Input geben. Eine Kundin von mir hat zum Beispiel immer in der Früh Yoga gemacht und wollte eigentlich Deutsch mit ihrem Kind sprechen und hat Yoga aber immer auf Englisch gemacht in der Früh. Also hat sich ein Video aufgedreht dazu. Und das hat sie dann einmal geändert auf deutsche Videos, es gibt ja da auch genügend Anbieter, und hat das auf Deutsch umgeändert. Und dadurch ist es ihr leichter gefallen, schon in der Früh auf Deutsch in den Tag zu starten und das dann gleich von Beginn an mit ihrem Kind zu sprechen. Also am allerbesten holst du dir so einen auditiven Input, ganz in der Früh zum Beispiel, oder wenn du dein Kind am Nachmittag vom Kindergarten abholst, dann hörst du dir auf dem Weg zum Abholen irgendetwas an in deiner Sprache, das dir Spaß macht, das du gerne hörst. Das kann auch Musik sein, das kann auch Radio sein zum Beispiel, das du dir anhörst in der Zeit, um einfach dein Gehirn schon wieder darauf einzustellen, so jetzt kommt dann diese Sprache dran. Am besten machst du das täglich, am besten machst du das so viel wie möglich, einfach um diese Sprache wieder nach vorne zu bringen. Der nächste Tipp ist, finde eine Community. Und
Ich kann mir schon vorstellen, dass du dir jetzt vielleicht denkst, das gibt's nicht in meiner Umgebung, da gibt's niemanden, der meine Sprache spricht. Das mag gut sein, vielleicht gibt es bei dir vor Ort tatsächlich niemanden, aber heute ist das absolut kein Grund mehr, sich nicht trotzdem eine Community zu suchen, da uns mit dem Internet wirklich die ganze Welt offen steht. Also nur so als Beispiel, ich habe eine Kundin, die sitzt auf den Galapagos-Inseln, ich arbeite mit einer Familie, die sitzt in Kenia, ich arbeite mit Menschen in Israel, ich arbeite mit Menschen in Australien, in Amerika, auf der ganzen Welt. Und bei mir hat sich auch immer wieder eine Community zusammengefunden, die sich dann gegenseitig unterstützt hat. Und das kannst du dir selber natürlich auch suchen. Du kannst zum Beispiel in meine kostenlose Facebook-Gruppe kommen, zweisprachig, dreisprachig, mehrsprachig. Da beantwortest du bitte die Fragen an potenzielle Mitglieder, damit ich weiß, wer da reinkommt in die Gruppe. Es ist eine geschlossene Gruppe, es ist ein sicherer Raum, der von mir auch moderiert wird. Und dort kannst du zum Beispiel gleich einmal schauen, ob es jemanden gibt, der deiner Sprache spricht, die du an dein Kind weitergeben möchtest oder die bei euch in der Familie auch ansteht. Und ihr könnt euch vielleicht vernetzen, ihr könnt Zoom-Treffen machen, ihr könnt alles Mögliche, ihr könnt kreativ werden, ihr könnt telefonieren. Was ich auch schon gemacht habe mit Familien, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ich habe ihnen Sprachnachrichten geschickt in der Früh, damit sie schon einmal, in dem Fall war das dann Deutsch, einen deutschen Input bekommen haben. Du kannst auch einfach einen Suchaufruf starten auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer du unterwegs bist, kannst du einen Aufruf starten. Du kannst auch ganz analog etwas im Supermarkt an die schwarze Tafel pinnen, dass du Menschen suchst, die deiner Sprache sprechen, die die Sprache sprechen, die du an dein Kind weitergeben möchtest. Das bietet einige Vorteile. Erstens kannst du deine Sprache dann aktiv auch mehr verwenden. Und zweitens werden diese Menschen vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie du in der Weitergabe ihrer Sprache an die Kinder. Und dann könnt ihr euch gegenseitig supporten, ihr könnt Challenges ausrufen, ihr könnt euch gegenseitig herausfordern, ihr könnt euch gegenseitig anspornen und ihr könnt auch gegenseitig profitieren von euren Ideen und von den Aktivitäten, die ihr macht, um eure Sprache zu stärken. Eine Community ist meiner Erfahrung nach ein enormer Ansporn für die Eltern auch, die Sprache nach vorne zu bringen und konsequenter bei der Sprache zu bleiben. Der nächste Tipp bezieht sich jetzt konkret auf die Situation, wo ich eingangs gesagt habe, vielleicht bist du die Einzige, die in deiner Umgebung diese Sprache spricht und es fühlt sich für dich komisch an oder vielleicht kommt es dir sogar unhöflich vor, wenn du deine Sprache sprichst, wenn andere dabei sind, die vielleicht nicht verstehen. Hier möchte ich dich auch ganz konkret einladen, dass du dir die Podcast-Folge mit der Angela Stockinger anhörst, die vor ein paar Wochen publiziert wurde. Da sprechen wir im zweiten Teil des Gesprächs auch ganz konkret um diese Situation. Die Angela, das ist auch eine Kundin von mir, mit der ich jetzt schon seit einigen Monaten zusammenarbeite, die handhabt das im Grunde genommen genauso, wie meine Familie das auch handhabt. Nämlich für uns ist es einfach selbstverständlich, dass wir mit unseren Kindern unsere jeweiligen Muttersprachen sprechen. Ich spreche mit unseren Kindern immer Deutsch, mein Mann spricht mit unseren Kindern immer Griechisch. Und für uns war das immer völlig selbstverständlich, wir haben das nie in Frage gestellt. Dementsprechend machen wir das natürlich auch immer dann, wenn wir wo sind, wo jemand diese Sprache nicht versteht. Also meinem Mann würde es nie einfallen, mit den Kindern auf Deutsch zu sprechen, wenn er jetzt am Spielplatz ist mit ihnen oder auch nicht, wenn meine Familie dabei ist. Es kann gelegentlich vorkommen, dass er dann einmal was übersetzt, zum Beispiel für meine Familie und sagt, was er zu den Kindern gerade gesagt hat. Die einzige Ausnahme, wo mein Mann eventuell mit den Kindern schon Deutsch spricht, ist dann, wenn Freunde von den Kindern da sind und wenn das, was er zu den Kindern sagt, für alle Kinder gilt. Ganz ehrlich, das ist in den letzten Jahren nicht sehr, sehr oft vorgekommen. Sehr häufig ist es auch einfach so, dass es dann zuerst zu den Kindern, zu unseren Kindern auf Griechisch sagt und dann auf Deutsch zu allen Kindern. Wie schon erwähnt, hat die Angela im Podcast vor ein paar Wochen das Gleiche erzählt. Sie macht das ganz genauso. Sie lebt in Spanien und spricht mit ihren Kindern immer Deutsch. Und sie hat einen für mich wunderschönen Satz gesagt. Sie hat gemeint, unsere Familie funktioniert einfach so. Und wenn wir das mit dieser Selbstverständlichkeit nach außen tragen, dann kann auch unser Umfeld unserer Erfahrung nach damit hervorragend umgehen. Keiner von uns ist bis jetzt jemals damit angeeckt, dass wir eine Sprache gesprochen haben mit den Kindern, die andere Menschen, die anwesend waren, nicht verstanden haben. Das war bis jetzt noch nie ein Thema.
weil es für uns einfach immer völlig normal und selbstverständlich war. Und das darfst du auch für dich annehmen. Das ist die Sprache zwischen dir und deinen Kindern und dementsprechend sprichst du die mit deinen Kindern, wenn du mit deinen Kindern kommunizierst. Das ist völlig normal und natürlich und damit trittst du auch niemanden auf die Zehen oder beleidigst jemanden damit. Wenn es für dich wichtig ist, dass die anderen verstehen, was du zu deinen Kindern gerade gesagt hast, dann kannst du immer noch im Nachgang den anderen erzählen oder übersetzen oder erklären, worum es gerade ging. Und mein vierter und letzter Tipp ist, hol dir professionelle Unterstützung. Wenn es dir schwerfällt, die Sprache so mit deinem Kind zu sprechen, wie du das gerne möchtest, wenn es dir schwerfällt, die Sprache so weiterzugeben, wie du dir das ausgemalt und erträumst, wenn es dir schwerfällt, dein Kind dabei in deiner Sprache so zu begleiten und zu unterstützen, dass es die Sprache auch vollumfänglich lernen kann, dass ihr gemeinsam auch die Ziele erreichen könnt, die ihr euch für die Sprachen gesetzt habt, dann holt ihr professionelle Unterstützung. Es gibt Menschen, die darauf spezialisiert sind, Familien wie deine zu unterstützen. Schöpfe aus allen Ressourcen, die es gibt. Versteh wirklich, was es braucht, damit dein Kind erfolgreich und langfristig mehrsprachig wird. Und wenn du diese Grundlagen hast und wenn du dir dann noch professionelle Unterstützung holst, die genau mit dir ganz genau darauf schaut, wie ist eure Situation, welche Ressourcen habt ihr, wo kann man vielleicht kleine Stellschräubchen noch drehen, damit ihr den Input erhöhen könnt, dann steht der Leichtigkeit und dem Erfolg überhaupt nichts mehr im Weg. Ich danke dir, dass du heute dabei warst bei dieser Podcast-Folge und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir einen Kommentar dazu hinterlässt, eine Bewertung hinterlässt. Schick mir gerne auch eine Nachricht, wenn heute etwas dabei war, das dir weitergeholfen hat. Und ich freue mich immer, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Wie schön, dass du heute dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hast dir ganz viel mitnehmen können. Und denk dran, melde dich für meine kostenlose Themenwoche für mehrsprachige Familien an. Wir starten am 10. Mai. Den Link für die Anmeldung zur Themenwoche Gemeinsam erfolgreich zweisprachig findest du in den Shownotes.